Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Trains im World. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und es geht weiter, meine lieben Freunde. Wir wollen weitermachen. Ihr habt mir geschrieben, ich soll, oder beziehungsweise habe ich mehr Stimmen verlauten hören. Wir sollen diese Aufträge erstmal lassen hier und sollen hier unten weitermachen. Wir haben jetzt Amerika Antreiben Teil 1 gemacht. Vielleicht sollten wir Amerika Antreiben Teil 2 machen. Wir lesen uns erstmal die Beschreibung durch. Nun, da der Kohlezug bereits zur Abfahrt ist, übernehmen Sie die Steuerung und fahren ihn zurück nach Cumberland Terminal. Eine überfüllte Strecke und sich verschlechternde Sicht sorgen für eine anspruchsvolle Fahrt. Ja, okay. Was haben wir noch? Ja, komm, gehen wir's an, Leute. Gehen wir's an. So. Das ist auch so eine Sache hier. Wie ist das mit den Sammelobjekten? Das verstehe ich noch nicht so richtig. Den Sammel... Egal. Amerika antreiben. 2. Da ist ja wieder unser Zug. Den ich übrigens von der Bedienung her ganz schön finde. Ist schon... Es ist etwas moderner und... was heißt etwas? Es ist um einiges moderner. Und irgendwie gefällt mir das. So, wir warten ganz kurz auf unsere Instructions. T205. Warten Sie auf das Passieren eines Zugs Richtung Osten. Dann fahren Sie unter Beachtung der Signalbilder auf Hauptgleis 2 von Rockwood Junction nach Salisbury Junction. Over. And out. Okay. So, der Zug fährt quasi... Okay, der Zug fährt... Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Das ist nur die Weiche. Der fährt hier lang und wir können dann... Okay, da runterfahren. Sehr schön. Das heißt, wir sollen jetzt erstmal den Vorwärtsgang einlegen, mein Lieben. So, wir machen natürlich unsere Signallichter vorne auf hell. Und lösen... Ach, da habt ihr nochmal mir geschrieben. Die unabhängige Bremse... einmal, dann die automatische Bremse, jetzt weiß ich trotzdem nicht mehr so richtig, lösen. Wollen Sie, jetzt überlege ich wieder gerade, ne? Die Wettervorhersage sieht nicht gut aus. Nicht gut aus. Aber Sie sind erfahren genug, um mit dieser Situation umzugehen. Du musst jetzt ein bisschen... welche Schämmische war das? Moment. Da fahre ich auf jeden Fall. So. Okay. So, was... unabhängige Bremse. Scheiße, ihr hattet es mir noch in die Kommentare geschrieben. Ich glaube... Also die dynamische Bremse ist die Bremse mit den Elektromotoren. Das weiß ich ja. Geht schon los? Ah ja, wir haben grün. Die dynamische Bremse ist die Bremse mit den Elektromotoren. Das weiß ich. Das ist hier unser Leistungsregler, wenn wir den nach hinten schieben. Und dann haben wir noch die automatische und die unabhängige Bremse. Ich glaube... Die unabhängige Bremse ist, glaube ich, nur der Zug und die automatische Bremse ist der, nur die Lok und das ist der gesamte Zug. Jetzt bin ich mir aber schon wieder nicht mehr so sicher. Oh Mann, ihr habt es mir erst in die Kommentare geschrieben, das ist echt so unglaublich. Oh, fuck. So, I'm sorry. Jetzt bin ich natürlich schon losgefahren, ne? 10 Kilometer, alles klar. Unser Ziel wird aktualisiert. So, wir düsen jetzt erstmal hier von drüber. Ihr habt es mir so geil in die Kommentare geschrieben. Und der Manus weiß es schon, hat es schon wieder jetzt verhauen. Aber ich bin mir sicher, die automatische Bremse ist der gesamte Zug. Und die unabhängige Bremse... Was umgedreht? Scheiß die Wand an, jetzt weiß ich es nicht mehr. Nein, nein, nein. Die automatische Bremse war der gesamte Zug. Ich bin mir ziemlich sicher. So, wir haben 90 PSI. Das passt auf jeden Fall. Leistungsregler Stufe 3.
350 Ampere gehen zurzeit auf die Elektromotoren. Und wir wechseln jetzt hier nochmal das Gleis auf die 2. Ja, wir haben ein grünes Signal in 4 Kilometern. So, jetzt müssen wir noch nach rechts fahren. Ja, genau, das ist korrekt. Schön. Passt also. Wir haben aktuell ein bisschen Anstieg von 0,6%. Und wir schauen mal, wie es draußen so aussieht. Ne, wir haben jetzt diesen gigantischen Kohlezug. Diesen gigantischen Kohlezug. Guck mal, der steht sogar noch. Wow. Wow. Der Zug ist echt so mega. Ist der Hammer. Aber wir sind auch mega zu schnell gerade, sehe ich. So. Wir müssen ein bisschen langsamer machen. Da vorne 72 km/h. Oha, oha. Da können wir ja mal richtig Paletti machen. So, jetzt bin ich nur gerade noch am Überlegen. Nö, sollte eigentlich alles passen. Es ist eigentlich alles cool. So, wir müssen natürlich noch warten, bis der letzte Waggon hinten über das Signal ist. Das dauert leider noch ein ganzes Stück. Dann kriegen wir erst die Freigabe für die paar 52 km/h ist hier, glaube ich. So, und ich bin mir sehr sicher, die automatische Bremse ist der gesamte Zug. Weil, wenn wir nämlich anbremsen, wir sollen, glaube ich, auf automatische, auf anfängliche, nee, auf minimale Reduktion. Guck mal, wenn ich die jetzt immer 60% anziehe, passiert da nicht viel, oder? Nee, das ist wirklich nur der Zug. Das ist wirklich nur der Zug. Das ist die Lok. Nicht der Zug. Der Zug ist falsch. Der Zug ist das. Also der gesamte. So. Letzten Waggons sind leider immer noch nicht drüber. Aber es sieht gleich. Oh, hier sieht es schon ganz gut aus. Das heißt gleich. Sollten wir die Freigabe kriegen auf 52 km/h. 0,3% Steigung aktuell. Wir versuchen uns hier gerade ein wenig den Berg hoch zu kämpfen. Und Leute, tausend Dank, muss ich einfach auch mal loswerden, für die ganzen netten Kommentare, für die Däumchen nach oben, die ihr mir immer da lasst. Ich hoffe, das bleibt so. Und wie gesagt, wenn ihr Transim World noch ein bisschen sehen wollt, wir haben noch einige Szenarien vor uns. Es sind noch drei Szenarien, glaube ich, wenn wir das schaffen sollten. Ach, und übrigens, das würde ich auch noch sagen, kommt gleich noch dazu. Ja, wir haben noch drei Szenarien ungefähr, wenn wir das noch schaffen sollten. Und ja, das eine geht allein schon 180 Minuten. Also das sind auch ein paar Folgen. Nichtsdestotrotz bin ich auch auf Update 3 jetzt mittlerweile. Es ist so, dass man bei Steam Rechtsklick Eigenschaften und dann Betas und dann eben die Updates 1, 2, 3 automatisch auswählen muss. Es wird nicht nicht automatisch, sondern manuell auswählen muss. Es wird nicht automatisch geupdatet. Ja. Warum, wieso, weshalb das so ist, ich weiß es auch nicht so richtig. Fakt ist aber, es ist so. Also von daher. Okay, das ist ja relativ easy hier. Okay. So. Oh, jetzt können wir Gas geben. In 800 Metern kommen dann auch die 72 km/h. Oder haben wir die nicht sogar schon einmal passiert? So, wir geben jetzt erstmal ein bisschen Gas hier. Leistungsregler auf Stufe 6. Das heißt. Reichlich Ampere. Alter Schwede, guckt euch mal an, ey. Ne? 770, fast 800 Ampere. Und wir sind ein bisschen über die Hälfte von dem grünen Bereich. Also es ist ja Wahnsinn, wie viel Power der Zug hat. Ist wirklich hammerhart. Also das ist extrem, ist das. Wirklich extrem. So. Genau. Aber solange wie die Amperezahl sich halbwegs hält, geben wir auch noch gut Leistung auf die Räder sind das ja nicht, keine Ahnung, wie heißt denn das? Auf die im Train Mechanic noch repariert und jetzt weiß ich es gerade nicht. Bin gerade nicht sicher. So, aber warte mal, was wir noch machen müssen ist, sehe ich gerade hier, unsere Beleuchtung müssen wir noch anmachen. Genau. So. Sind wir schon bei 72? Nein.
Wie schnell dürfen wir aktuell fahren? Ich weiß gar nicht so richtig. Fahren 60? Sieht gut aus. Wir nehmen den Leistungsregler mal ein bisschen zurück. Genau. So passt das optimal. Und der Zug ist gut im Rollen. So. Der Zug ist gut im Rollen. Sehr schön. Oh, da vorne können wir wieder nur 56 km/h fahren. Da werden wir wahrscheinlich gar nicht erst. Ne, doch, kurz werden wir in den Genuss kommen, nochmal ein bisschen nach oben zu schrauben, die Leistung. Ich glaube, der hat 8 Stufen, ne? Ich bin mir nicht sicher. Das sind übrigens die Ampere hier. 300 aktuell. So, 64 dürfen wir aktuell hier fahren. Wir haben eine leichte Steigerung. Und passieren ein weiteres grünes Signal. Interessant ist, dass wir in 7 Kilometern schon unser Ziel erreicht haben. Jetzt können wir nochmal Gas geben. Ja, interessant ist, dass wir in 7 Kilometern schon unser Ziel erreicht haben. Allerdings kann das fast gar nicht unser Ziel sein. So, das Wetter ist auf jeden Fall schlecht. Das muss man mal dazu sagen, ja. So, gehen wir mal auf den Leistungsregler Stufe 7. Das heißt nochmal mit richtig Schmackes hier vorantreiben, das gute Stück. Alter Schwede, ey. Mit so einem Gewicht hinten dran. So ein gigantischer Zug. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so schnell fahren würde damit. Ich hätte echt Angst. Weil wenn man überlegt, wenn du jetzt die Bremse reinhaust, da passiert erstmal gar nichts. Da passiert wirklich erstmal gar nichts. Steine auf die Schienen legt, ja gut. Da brauchst du die Bremse gar nicht antippen. Bringt sowieso nichts. Kannst du direkt durchrollen. So. Okay. Problem ist, wir werden gleich wieder auf 56 km/h runtergestuft, weil es ist schon das zweite Schild, was wir passieren. Ja. So. Wir müssen ein bisschen abbremsen, Freunde. Das können wir mit der dynamischen Bremse machen, das ist kein Problem. Bremst aber extrem komisch, oder? Mit dieser dynamischen Bremse. Ich mal blöd fragen, wieso werden wir denn schneller? Ist doch Quark, oder? Wir haben jetzt hier eine leichte Steigung. Okay, mit dem Leistungsregler Stufe 5 müssen wir eigentlich auf der sicheren Seite sein, so halbwegs. Ich denke, das müsste ungefähr passen. Ja, sieht ganz gut aus. Ich finde es echt ganz nett, dass dass wir hier mal ein bisschen. Upsala. Dass wir hier mal ein bisschen schneller fahren dürfen. So, ja, haben wir vorne ein gelbes Signal. Und das ist aber auch schon unser Ziel. Das ist echt nicht mehr weit hin. So. Passt, wunderbar. Oh, jetzt haben wir sogar ein leichtes. Leichte Bergabfahrt mit 0,1, das ist echt wenig. Okay, hier das Signal. Das wird jetzt wieder stark bergauf. So, da müssen wir noch mal ein bisschen Schmackes geben. Die Geschwindigkeit können wir nicht halten.
Wir wollen ja schon die erlaubte Geschwindigkeit fahren, ne? Also ansonsten hängen wir ja hier hinterher. Das wollen wir ja auch nicht. Sehr gut, sehr gut. Mich würde mal ein was interessieren, und zwar die 160 oder 200, die da auf dem Tacho stehen, ob das irgendwie möglich ist. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. So, wir sehen es, die Amperezahl steigt langsam an. Das heißt, der Zug wird langsamer. Es wird immer mehr Leistung benötigt, um die Geschwindigkeit zu halten. Jedenfalls in dieser Leistungsstufe. Und ja, gegebenenfalls müssen wir dann doch auf Leistungsstufe 6 noch hochgehen. Und ich bin wirklich gespannt, was wir noch machen müssen, weil in 3 Kilometern haben wir das Ziel erreicht, aber erst circa 10 Minuten gespielt. Das ist ja komisch. Bei 2 Stunden angesetzt. Ne, da fehlt ja noch echt eine Menge. So, müssen wir doch mal noch ein bisschen mehr Power auf die Dynamos geben hier. Auf die Motoren. An der Räder, an die Achsen. So. Okay, jetzt werden wir wieder ein bisschen zu schnell. Das Krasse ist, wir schaffen die 2 Kilometer, schaffen wir in der Folge noch. Die schaffen wir ohne Mist noch in der Folge. Das finde ich echt cool. Hier die Kurve noch mal rum und dann war es das schon. So, wo ist unser nächstes Signal? Hier vorne. Das steht auf rot. Das ist nicht cool. Da steht es auf gelb. Na gut. So. Nochmal Schmackes. Wie heißt das bei euch überhaupt, wenn man so Gas gibt, ne? Also wenn man Gas gibt, wenn man mit Schmackes quasi. Also mit Schmackes heißt bei uns mit guter Geschwindigkeit, mit Anlauf, keine Ahnung. Also das heißt bei uns mit Schmackes. Ich weiß nicht, wie ihr das nennt bei euch. Da ist ja auch jedes Bundesland ein bisschen anders. Und ja. So, wir haben nur noch 1 Kilometer. Das heißt, wir schalten hier schon mal auf neutral. Hau mal ganz kurz ein Päuschen rein. Moment. Der hat sich gerade was aktiviert. So. Okay, dann können wir hier schon mal langsam rollen lassen. Motor schon mal abtouren lassen. Ja, kann ich auch mal wieder ein bisschen ausruhen. So, genau. Davon ist schon die Zielgerade. Ich denke, ab 500 Meter werden wir dann die anfängliche Reduktion einschalten, was den ganzen Zug betrifft. Beziehungsweise mit der dynamischen Bremse einfach ein bisschen arbeiten. Obwohl wir dadurch, dass wir bergauf fahren, mit 0,5% Steigung, relativ konstant Geschwindigkeit verlieren, was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ich sehe das Signal ist nicht. Das Signal ist gelb, okay. So. 300 Meter, der Zug ist eindeutig zu schnell. Dynamische Bremse aus. Die Bremse wieder lösen.
Okay, sieht gut aus. So, und dann rollen wir ganz gemütlich und ganz langsam rollen wir hier auf unseren Zielpunkt zu. Richtig gut, oder? Ach, Moment. Über einen Ort gehen. Wir sollen hier nur durchfahren, oder? Ohne Mist, wir sollen hier nur durchfahren. Oh, ich krieg die Ratten. Und ich habe wieder voll abgebremst. Wir sollen einfach nur durchhämmern. T205. Unter Beachtung der Signalbilder fahren Sie weiter von Salisbury Junction nach Sandpatch Junction. Scheiße. Over. Und ich habe wieder angehalten, ne? Ich hätte schön durchhämmern können. Was heißt denn unter Beachtung der Signalbilder? Ja, das Problem ist, dass die Signalbilder hier gerade nichts Gutes verheißen. Hätte ich einfach durchbrettern können. Na gut, wir kriegen relativ schnell wieder Fahrt auf. Sander vordere Achse. Okay. Heißt das, wir hauen jetzt Sand auf die vordere Achse? Ich bin mir nicht sicher. Ich werde es mal ausprobieren. So. Können wir wieder ein bisschen langsamer werden und jetzt müssen wir mal schauen. Ja, wo wir im Endeffekt hin müssen. Das passt alles. Problem ist nur, warum haben wir ein rotes Signal? Quasi die Strecke wieder zurück. Gut, in diesem Sinne würde ich aber... Jetzt haben wir hier vorne ein rotes Signal. Das ist natürlich... interessant, was jetzt passieren wird. Zug. Jetzt weiß ich auch, warum das Signal rot ist. Ich glaube, das könnte schief gehen. Ich bin mir nicht sicher. Fuck. Lol. Was? Ich habe eigentlich gedacht, wir wechseln das... Lol. Der hat ernsthaft angehalten. Der hat ernsthaft angehalten. Lol. Ernsthaft jetzt? Okay. Leute, ich würde sagen, ich beende den Part hier erstmal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Däumchen nicht vergessen.